ich noch trinken? Wer misst die Kalorien? Mit wem kann ich was reden? Mit wem kann ich was spülen? Kein Wetter, keine Prognose, kein Wecker und keine Uhr. Ist das schon eine Rose? Bin ich voll neben der Spur? Was mach ich mit der Parkzeit? Ich brauch noch eine Stunde. So kann ich's nicht verlängern. Und das hat einen Grund, der mich blockiert bis morgen. Dagegen kann ich gar nichts tun, weil ich hab mein Handy verloren. Es war mein bestes Handy, ich hab fast alles gewusst, was am Tag so auffällt, und jetzt hab ich einen Frust. Das Ganze nicht zu lernen, das kostet mir so viel Zeit. Ich hab kein Interesse und schon gar keine Freude. Ich muss leider morgen einen Urlaubstag besuchen, weil ich hab mein Handy verloren. Ich muss leider morgen einen Urlaubstag besuchen, weil ich hab mein Handy verloren. Heute bin ich ganz fertig, mir ist das passiert, was sich keiner vorstellen will, was keinen interessiert. Ich hör auf zum Suchen, weil es hat keinen Sinn, obwohl ich ohne das Gerät völlig hilflos bin. Da kann ich gar nichts tun, da hilft kein Wut und auch kein Zorn, weil ich hab mein Handy verloren. Da kann ich gar nichts tun, da hilft kein Wut und auch kein Zorn, weil ich hab mein Handy verloren. Ich muss ein neues kaufen und das geht erst morgen. Bis morgen bin ich verschwunden, so als war ich gestorben. Ich bin voll daneben, völlig isoliert. So ist, wenn man sein Leben, seine Existenz verliert. Ich hab doch die Adressen irgendwo notiert und die Visitenkarten nicht völlig ausrangiert. Meine schönsten Fotos hab ich zum Teil verschickt. Vielleicht haben's ein paar gespeichert und nicht gleich verklickt. Da kann ich gar nichts tun, es hilft kein Wut und auch kein Zorn, weil ich hab mein Handy verloren. Da kann ich gar nichts tun, es hilft kein Wut und auch kein Zorn, weil ich hab mein Handy verloren. Spontan Bekannte hab ich einfach so eingeben. Wenn sie die nicht melden, sind's weg aus meinem Leben. Vielleicht ist es Bestimmung und es ist passiert, dass uns das Schicksal irgendwann doch zusammenführt. Wenn das noch funktionieren kann, ohne Handy irgendwann irgendwo zusammenführen kann. Wenn das noch funktionieren kann, ohne Handy irgendwann irgendwo zusammenführen kann.